Fedde ruft an. Hola? Hola? Ja, hörst du mich? Si. Ich bin's, Fedde. Ja, was kann ich für dich tun? Wie wär's mit einem Gespräch unter vier Augen? Ja, dann komm mal zu mir. Wie wär's, wenn wir uns auf neutralem Boden treffen? Ah. Ich geb dir den Standort durch. Ich verspreche dir, ich komme alleine. Gut, adios. Ich hab gesagt, auf jeden Fall zu alle Selfie. Du hättest auch den normalen Weg nehmen können. Ja, ich komme gerne von der anderen Seite. Mein Gott, ich hätte einfach da reinfahren können. Ja, ich merk's. Was ist das Problem, Mr. Bitcoin? Was soll das Problem sein? Du forderst mein Blatt ab. Natürlich. Das hat noch nie jemand getan. Gib für alles ein erstes Mal, Fedde. Ja, das stimmt. Aber jetzt frage ich dich, warum? Was soll ich dir getan haben? Was du mir getan hast, überhaupt nichts. Warum forderst du dann mein Blatt ab? Wenn ich dir nichts getan habe? Am Piersock. Dann macht das ja keinen Sinn. Hm. Irgendwas ist da. Natürlich ist da dann irgendwas. Sag es mir einfach. Ich mag dich nicht. Was soll ich dir sagen? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso sollst du. Ich hab dir doch nichts getan. Wieso sollte ich dich mögen, Mirda, wenn du nicht ein einziges Mal in deinem ganzen Leben, seitdem du hier bist, Mirda, nur ein einziges Mal korrekt mit mir warst? Wieso sollte ich dich mögen? Mhm. Hab ich dir irgendwas bei der Black Devils Zeit getan? Bei der Ballers Zeit? Also so gut wie in jeder Zeit, sieh. Okay, mal Dankeschön. Was hab ich dir denn da getan? She-Rap, Dankeschön. Sieh, was hast du mir getan? Ich habe nichts gegen sie agiert oder sonst was. Natürlich nicht. Hast du da vergessen, was da war? Erzähl's mir. Schau mal, das sind Sachen, die sich alle mit der Zeit aufgestaut haben, Fedde. Aber dass du so tust mir, als ob du nie was gegen mich getan hättest, das ist Quatsch. Ich habe nie gegen dich agiert. Ich habe nie gesagt, Kali muss in den Boden gestampft werden oder sonst was. Nie. Hm. Also verstehe ich nicht diesen Hintergrund. Tja. Erklär's mir. Vielleicht verstehe ich es einfach. Es gibt nichts zu erklären, Fedde. Es gibt überhaupt nichts zu erklären. Du merkst nicht mal, was du falsch machst. Du hast viel vergessen von der Zeit, du kannst es gar nicht wissen. Ballers, SCU, Black Devils, jetzt noch Kafkas, immer an der Seite derjenigen, die mich niedermachen wollen, immer. Allein das reicht, wenn du mir nicht mal ein schlimmes Wort zuwirfst, Mirda. Du musst dich nur auf die Seite stellen von diesen Leuten, die mir schaden wollen. Das sagt mir schon, dass du ein Mensch bist, den ich umbringen würde am liebsten. Ja. Allein die Tafelrunde, Mirda, damals, wo du bei der SCU warst. Die Tafelrunde, wo du geredet hast. Ha? Bei der SCU habe ich eine Lücke tatsächlich. Ich weiß, dass ich bei der SCU war, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja klar, Hotchili. Ja, wenn du nicht weißt, was du gemacht hast, Romano, dann bist du sowieso falsch. Ich kann mich aber in den anderen Zeiten erinnern. Und die wären? Ballers. Natürlich jetzt Kafkas, natürlich. Monty selbst, anderen Zeiten. Selbst weil, als ihr bei den Ballers wart, Romanos. Selbst die Ballers, wo ich nett zu denen war, haben die mich beklaut und belogen. Ballers war ich keine Leadership. Da hatte ich nichts zu melden. Du warst aber wieder in einer Familie, die mich beklaut und belogen hat, Fedde. Dafür kann ich nichts. Natürlich nicht, du kannst für gar nichts. Wenn wir dann darüber reden, dann ist es die Black Devils Zeit und die SCU-Zeit. Hm. Nehmen wir jetzt die Black Devils Zeit. Hermano, hör mir mal zu. Ihr seid mit Black Devils bei Kafkas reingegangen, Mirad, und habt uns mit Rivera versucht zu zerstören. Was willst du mir erzählen? Was willst du mir erzählen, Fedde? Was haben wir gemacht? Die ersten Tag, wo ihr dort waren. Wo ihr dort wart. Die Black Devils. Mhm. War da, Mirda, wo ihr gegen uns geschossen habt. Wo ich gefragt habe, Pascha, was hast du damit zu tun? Das ist ein Menge mit der Sagen, alle. Was erzählst du mir hier? Befehl vom Pascha, siehst du? Du versteckst dich, Mirda, immer dahinter, Mirda, natürlich. Natürlich. Ich führe nur Befehle aus, die mir gegeben werden. Ja, natürlich. Ich bin kein Zwölfer. No problem. Bueno, ich bin gut. Ein Elfer. Wie gesagt, das ist mein Problem mit dir. Gegenargument? Dass ich meine Befehle ausführe? Nein, dass du immer gegen mich bist, Mirda, egal was passiert. Dann komm doch einmal entgegen und komm einmal zu mir und dann tu mir doch einen Gefallen. Das haben wir schon mit Black Devils versucht. Nein, habt ihr nicht. Haben wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir wolltet unsere Route. Wir haben sie abgekauft. Haben sie verkauft. Ja, was hättet ihr nicht getan? Was hättet ihr gemacht, wenn wir es nicht getan hätten, dass wir sie verkaufen? Wir haben sie abgekauft, Fedde. Und was ich habe dir gesagt,
an diesem Tag. Wir starten mit euch neutral. Mhm. Bueno. Was hättet ihr getan, hätten wir sie nicht verkauft? Sei ehrlich. Sei wenigstens ehrlich. Wollen wir jetzt ein Spiel spielen mit Was wäre wenn? Das können wir ganz, ganz, ganz weit ausdiskutieren, Romano. Du weißt ganz genau, du hättest Krieg geführt. Ah, natürlich. Das wissen wir beide. Bueno, okay, bueno. Kralle, dankeschön. Gegen wen? Gegen jemanden, der sowieso immer gegen mich ist? Na, Problem, Romano. Aber dann ziehen wir, dann versuchen wir das irgendwie auf deine Seite zu ziehen. Du bist nie mit einem guten Angebot gekommen oder sonst was. Nein, jetzt, ich verstehe das nicht falsch. Jetzt stampfe ich dich in den Boden, Romano. Mit SCU habe ich euch ein Angebot gemacht, mir da auf der Route. Ich habe mit euch geredet und ihr habt euch wieder für die andere Seite entschieden. Ich habe mit euch komplett vernünftig geredet. Familien gegen uns waren? Kanon? Ihr? Willst du mich verarschen, Mirla? Du sagst, ich habe noch nie versucht, mit dir zu reden, Fede. Doch, du hast mit mir versucht zu reden, auf jeden Fall. Aber die Angebote waren respektlos einfach. Bueno. Welche denn? Du hast uns 70-30 Deals angeboten. 70-30. Guck mal, Mendes hat das anders gemacht. Und ich weiß... Dezachel, danke schön. Und ich verstehe das. Mendes ist eine ekelhafte Person, wenn man ihn als Feind hat. Das kann ich verstehen. Auch wenn man ihn als Freund hat. Selbst er kam zu mir und hat mir einen 50-50 Deal angeboten. Du sagst, ich habe dir 70-30 angeboten? Mhm. Schau mal, die Leute in der Stadt kennen mich. Die wissen ganz genau, wer ich bin und was ich mache. Es ist nie so, dass ich genau darauf achte, wie viel Prozent ich genau denen gebe. Wenn sie gut sind und loyal sind, habe ich immer mehr gegeben. Ich scheiße auf diese Sachen. Plata ist nicht nur meine Motivation. Plata ist ein Mittel zum Zweck. Das stimmt. Meine Motivation ist eine ganz andere. Welches denn? Einfluss. Loyalität wie Mahone? Einfluss. Mhm. Und mit Einfluss kann man was machen? Seine Ziele erreichen. Damit kann man alles erreichen, stimmt. Hängt es bei euch, Chad? Sag mir, was hat dir die Loyalität von den ganzen Familienpissern, die immer deinen Schwanz lutschen, hinter dir gestanden haben und immer dir nichts... Was haben die gebracht? Sag mal. Die haben dir nichts gebracht. Am Ende des Tages standest du immer trotzdem alleine da. Sobald Rivera kam. Sobald der kam. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist teilweise falsch. Es gab Familien, die haben sehr ihrem Mann gestanden. Die Hemmschuss. Wartet ihn. Ich sage dir, halt von ihm, was du willst. Wenn er dir sein Wort gibt, ist er einer der loyalsten Männer, die hier rumlaufen. Mirda, ich würde sogar seine scheiß Glatze polieren, Mirda. Dafür, dass er so ein Loyaler ist. Wachtetin stand mir da von dem Anfang bis zum Ende hinter mir. Er und Genji. Ja. Ja. Kanun, wissen wir alle, das sind Alpha-Tiere. Du kannst als Alpha-Tier nicht zu 100% loyal sein. Das geht nicht. Das geht. Ah, wie denn? Du hast das ja nicht mal als Hund geschafft, Fedde. Witzig. Das ist nicht witzig, das ist die Realität. Du hast mir doch die ganze Zeit hier vorgegaukelt, dass du nie was zu sagen hattest. Ich bin Elfer. Wenn mein Zwölfer kommt... und mir einen Befehl gibt, dann tue ich das. Bueno. Ist egal, was. Weißt du, was meine Elfer machen? Weißt du, was meine Leadership macht? Mir Ratschläge geben. Mr. Bitcoin. Mach ich auch. Das sind doch Leute, mit denen wollen wir erstmal keinen Streit haben. Mr. Bitcoin. So, so und so, Mirda. Aber no. Fede kann ja nie was sagen. Fede sind ja nur die Hände gebunden, Mirda, wenn es heißt, gegen Kali. Dann sagst du, nein, Pascha. Ich werde dir da nicht entgegensprechen. Im Gegenteil, ich komme bei meinen ganzen Leuten hier zu dir, wenn wir die niederstampfen, damit dann am Ende sich gewundert wird, wieso Mr. Bitcoin das Blättern von Wedefüll, hä? Dann wunderst du dich? Ja, trotzdem wundere ich mich, ja. Weil ich werde es nicht verstehen. Das alles und du verstehst es nicht. No problem. Nein. Du hast nichts falsch gemacht, Fede. Du warst immer hinter mir. Ich könnte doch auch jetzt sagen, du hast mir nie ein gutes Angebot gegeben. Soll ich mir jetzt irgendwie ein Blättern aus dem Arsch ziehen? Nein, die Frage ist, wer bist du denn? Ich bin ein Niemand. Nein, das meine ich nicht. Wer bist du, dass du so relevant bist, Romano, dass ich zu dir komme und sage, hier, Mierda, 50-50. Und ich rede nicht in diesem Sinne mit, wer bist du, wer kennt dich hier? Ich rede in diesem Sinne, wer bist du, was hast du mit den Geschäften schon mit mir gemacht? Und was hast du bis jetzt mit mir gemacht? Nichts. Das heißt, Mierda... Vielleicht hast du schon ein paar Mal versucht. Ah, hast du, claro. Das lag alles an mir. Ich war der Einzige, wieso das alles nicht geklappt hätte. Du bist immer zu mir gekommen. Die einzigsten Angebote, die immer kamen, waren respektlos. Respektlos? Wo meine Buchhalter gesagt haben, wir machen uns nichts unten. Hermano, dann hast du Buchhalter, die können nicht mal 2 plus 2 rechnen, Hermano. Die würden sagen, das ist 4. Natürlich sind die beste. Mein Buchhalter, Schack, ist der Beste. 100%, Hermano, 100%. Der wünscht sich jeder, nicht wie so ein Lakika, der einfach nur rumsitzt und nichts macht. Ja, Bruder, schieß am besten, wenn wir im Gespräch sind, du Vogel. Was soll das, Hermano? Wir haben Krieg mit denen, Herr Bitcoin. Ja, okay. Akzeptiere ich, respektiere ich. Tut mir aber einen Gefallen. Er ist jetzt gerade mit mir hier. Hier ist Mann.
Leid. Gracias, hermanos. Das meine ich, Bitcoin. Nur weil er mit dir hier ist. Korrekt. Nur weil er mit dir hier ist. Natürlich. Was denkst ich du denn? Natürlich, Mann. Das ist Bitcoin, du kleiner Motherfucker, Mann. Ja, alles gut. Geh in deine Gosse, du Penner. Nein, nein, tu es nicht, Blatt. Gracias, hermanos. Adios. Oh, coole Karre, mierda. Geiles Auto. Naja, muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Wir sind halt jemanden, die gegen den Strom schwimmen, Mr. Bitcoin. Ja, wenn ihr den seid, mir dann wundert dich doch nicht, wenn ich dein Blattout will, fette Mierda, du hast doch gerade selbst verantwortet. Ja, aber doch nicht ein Blattout, das hat doch hier noch niemand getan. Hermano, du gehst aber zu weit. Du gehst zu weit, du verfolgst mich mein Leben lang, seitdem ich hier bin, mit Schlechtem. Du sagst, ich komme immer und mache respektlose Angebote? Hast du mal eins angenommen, damit du sagst, dass du mir entgegengekommen bist? Weißt du, wie ich die Leute behandle, die Geschäfte mit mir machen? Die mir das Gefühl geben, dass sie mich nicht nur ausnutzen wollen, mir. Weißt du, wie diese Leute ich behandle? Ich gehe für sie in den Tod! Das kann ich mir gut vorstellen, ja, aber das mache ich auch. Das machst du auch, natürlich. Mhm. Ich war bei mir jeder Familie immer loyal, die an meiner Seite war. Egal, welche Familie das war. Und es könnten die größten Pissfamilien sein. Komisch, dass Dom dann das komplette Gegenteil über dich sagt, Fede Hermano. Was hat denn Dom gesagt? Wie gesagt, seine Worte waren, als ich das letzte Mal mit ihm hier geredet habe, dass du Gift für seine SCU warst, dass du der Grund bist, dass du die Leute mit rausgenommen hast, dass du die Familie zerstört hast. Mhm. Sieh. Ich war gestern in San Andreas. Ja. Da habe ich zufälligerweise Dom getroffen. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich glaube, am Ende des Tages wird er gerne, dass ich wieder zurückkomme. Und er ist auch trotzdem immer noch mein Bruder. Ich glaube nicht, dass er etwas gegen mich hat. Ich mache dir ein Angebot, Fede. Mhm. Du sagst, du verfolgst keinen langen Plan gegen Kali, gegen Mr. Bitcoin. Ich bin noch nie aufgestanden und habe mir gedacht, heute ist Kali dran. Nein, du bist aber aufgestanden und hast dir gesagt, wenn heute jemand kommt, der gegen Kali sein will, dort stelle ich mich in die Seite. Oh ja, und wie du gedacht hast. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Bueno, ich mache dir einen Vorschlag, Fede. Mhm. Wir beide, wir gehen zu diesen Geschäftsmännern. Mhm. Ich werde alles dafür tun, dass du deine Leute dir sammeln kannst und sie hinter dir stellen kannst. Und hier dein eigenes Ding machen kannst, so wie es sich gehört. Was meinst du? Das, was ich dir sage. Dass ich meine eigene Familie habe? Sie. Nein. Ich bin kein Zwölfer, Bitcoin. Du bist kein Zwölfer? Ich bin der Elfer. Ja. Ich bin immer eine Rechte. Und wer ist dein Zwölfer? Pascha. Momentan ist das und es wird auch so bleiben. Das würde ich bei Ihnen, das würde ich bei Mahon, das würde ich bei jedem tun. Okay. Hört ihr mich, Hermanos? Ja. Hört mal zu, ihr nehmt jetzt alle Männer, die wir haben, und fährt und holt mir diese kleinen Kobolde, diese Immobilien. Versteht ihr mich? Okay. Okay. Also, Chat. Ja, ja. Sollen wir die Base raiden oder was sollen wir machen? Ja. Ja, genau, warte. Sehr gut. Wir sind Baller. Na gut, hat mich gefreut, Hermanos. Ne? Wir sehen uns. Adios. Du bist da auf. Ja, ja. Ja, okay. Tut mir leid, Hermanos, ich hatte ein bisschen Delay. Alte Hustler, da, was du warst. Okay, jetzt reicht's mir. Nimm die Hände hoch, sofort. Kleiner Fun. Ey, wo seid ihr? Ich fahr jetzt zum Mirrorpark. Soll ich zum Mirrorpark bringen? Ja, lass uns mal. Was sagst du, Delay? Hinter Saduna-Anwesen sind die, ne? Diese. Hinter Saduna-Anwesen? Gut, adios. Ja, ja. Da wo sie die Leute schon mal geblattet haben. Aber hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Diese kleinen, respektlosen, widerwärtigen, abstoßenden Chuchas. Was sind die das? Guck doch mal, was das für eine Kolonne. Das sind unsere, das ist meine Kolonne. Ach so. Mein GPS ist weg. Ich funk durch, dass du es nicht warst. Hallo, hört ihr mich? Hallo. Ey, das war nicht Kali, das war MOB. Was ist dieses Ding zwischen MOB und den Gangs und euch? Pascha hat sich mit allen Familien angelegt. Nein, alles gut. Ich habe schwere Arme. Und wieso macht er das? Ich weiß nicht. Die haben zweimal auf uns geschossen. Dann ist Pascha hingegangen und wollte mit denen auf normale Art und Weise reden. Dann waren die respektlos.
und dann haben die geschossen. Wo sollen wir hin? Sollen wir Mirror Park oder? Ja, Mirror Park. Passt auf, Kali greift auch an, also MOB. Ja, Kali greift MOB an. Aber die wohnen nicht mehr hier, das weißt du, ne? Ich weiß, aber die Ratas kommen manchmal hier ab und zu. Ah. Egal, fahr in den Hut rein. Mhm. Wer ist im Funk? Hola. Hallo? Ja. Ey, Kafka ist jetzt da bei. Gut, Maria, lest ja, deine SMS. Ach, ja, Maria. Ich hab schon durchgekommen, mit Bitcoin. Wir gehen anwesend. Du hast sie mir weggenommen, Bitcoin. Okay. Sie hat sich für die richtige Seite entschieden, statt nein, du hast sie mir im Gegensatz zu dir, Fette. Das ist mein Liebling. Das ist die Beste. Aber wie ist, vielleicht siehst du daran, Mirda, dass du hier gar nicht so dreckig sind, wie du denkst. Ich weiß, dass ihr nicht dreckig seid. Ihr habt auch einen Matteo. Stoßi, ihr werdet noch einen Bruder von mir bekommen. Wen? Lass dich überraschen. Wieso wissen immer alle etwas vor mir, Mirda? Weil keiner dir was sagt, Bitcoin. Und wieso bin ich dann am Ende, Mirda, die ganze Scheiße fressen muss? Du weißt nicht immer alles, Bitcoin. Du weißt vielleicht immer nur 1%. Du denkst vielleicht, du weißt viel. Und du weißt, ja doch, du weißt viel. Also dafür, dass ich meine Informationsquellen von hier beziehe, ja, weiß ich schon viel. Natürlich weißt du viel. Ich bin mir bewusst, dass ich weitaus mehr wissen könnte, wenn ich will. 100%. Und dann? Dann habe ich davon nichts. Dann wüsstest du vielleicht, was passiert, schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu erklären. Aber deine Jungs machen auch vieles richtig. Es gibt den einen oder anderen Sachen, die falsch machen. Aber es gibt auch vieles Richtige, was sie tun. So wie jeder. So wie jeder, 100%. Gut. Ich sehe von der Forderung auf dein Blatt ab. Aber die Sache mit Pascha werde ich nicht vergessen. Deswegen muss ich da eine andere Lösung finden. Was ist mit Pascha? Pascha, der muss mal auf den Boden kommen. Pascha ist Pascha. Pascha wird nie sich ändern. Pascha soll so bleiben. Pascha muss so bleiben. Tja, Pascha muss so bleiben. Keiner will auch, dass du dich änderst, glaube ich, oder? Was denkst du? Das weiß ich nicht. Änderungen sind nicht immer etwas Schlechtes. Marv, dankeschön. Was willst du machen? Willst du zu deinen Jungs? Ja, fahr uns zum Anwesen und von da kannst du wieder wegfahren. Okay. Ich brauche eine Lösung. Rede mit Pascha. Vor 3 Wochen wollte er noch auf deiner Seite kämpfen. Sieh, vor 3 Wochen wollte er auf meiner Seite kämpfen, weil er wieder im Bruch war. Da waren die noch nicht im Bruch. Nicht ganz. Es sind ein paar Leute rausgegangen, aber Ersatz gibt es so viele. Wieso siehst du Pascha als dein 12er? Das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt in seiner Familie bin. Er hat mir einen Platz gegeben. Das ist der Grund? Ja. Stellen Sie sich vor, die sind obdachlos. Das ist jetzt scheiße, weil der Vergleich geht auf mich, aber scheißegal. Stellen Sie sich vor, Sie sind obdachlos. Und jemand gibt Ihnen einen Platz, wo Sie schlafen können. Sie können essen und trinken. Würden Sie diese Hand beißen? Es kommt drauf an. Obdach gewähren hier viele Leute. Bueno, ich verstehe. Das ging so schnell, dass dir deine Familie entrissen wurde, dass ihr euch eure eigenen Wege gegangen seid, dass du dann bei Pascha gelandet bist. Aber Pascha sagte, das sind sowieso alles seine Leute gewesen. Also was ist jetzt die Wahrheit? Die Jungs von Ballers und Kafkas, die alten Kafkas-Leute. Lass uns aussteigen. Wir wollten euch gestern anrufen. Seht ihr das, Mirda? Seht ihr dieses verdammt wunderschöne Auto? Es ist wirklich wunderschön. Sagt ehrlich, Mirda, habe ich Geschmack oder nicht? Auf jeden Fall, fahren Sie mal eine Runde, lässt sich wunderbar fahren. Ja gut, fertig, steig ein. Mein Habibi. Chat, was sagt ihr, das habe ich ausgesucht. Guten Tag. Wie geht's dir? Mir geht's gut, das ist Fabian. Bin hier im Wohnzimmer. Sehr gut, ich wollte noch nachfragen, wie es dir geht. Wieso? Einfach, bist ja trotzdem mein Vater, oder nicht? Hallo Maus. Macht man es nicht so in einer Beziehung, wenn man sich liebt? Ja, das stimmt. Ja, deswegen auch mal anrufen und fragen, wie es einem geht, weißt du? Tatsächlich bist du ja nicht so oft da. Mal bist du da, mal wieder nicht, dann wieder ja. Doch, also gestern spätabends war ich da, heute bin ich ja, den ganzen Tag da, davor, also seit einer Woche bin ich jeden Tag da. Ich weiß nicht, was du meinst, Bitcoin. Na gut. Hast du das Debakel gestern mit Larry mitbekommen? Mit Islam? Leider nicht, aber das wird mir dann bestimmt später erzählt.
Na gut. Oder du kannst mich auch anteasern. Ich habe ihm gestern die Wahl gelassen, ob er zu mir kommt. Oder bei dir bleibt. Er hat sich für dich entschieden. Aber ich sag ehrlich, Bitcoin, am Ende des Tages kann man den Jungs auch nicht böse sein. Wäre er gegangen, ich hätte ihn direkt gehen lassen, weißt du? Ich bin dann nicht so, dass jemand festhält. Reisen sollte man nie aufhalten, weißt du? Das stimmt. Und wenn jemand, wenn du einem ein Angebot abgibst, dann sage ich dir als der Transferexperte hier geführt in der Stadt und der nicht zu dir kommt, dann einfach raus mit ihm. Weil die Leute, die ich jetzt für die letzten Blood-Ins geblattoutet habe, habe ich alle geblattoutet, die mich damals für Satodara verlassen haben. Als kleinen Payback, weißt du? Ja, ich weiß. Mich einmal verkauft habe. Na gut, deswegen. Also auf jeden Fall brauchst du keine Angst mehr zu haben. Der Islam wird nie wieder einen Platz in Kali bekommen. Ach, man soll niemals nie sagen, das weißt du selber. Wie oft habe ich irgendwas gesagt und du und dann ein Jahr später, halbes Jahr später haben wir gesagt, okay, doch, komm, Umstände haben sich geändert, das hat sich geändert. Tatsächlich ist da jetzt eine Sache anders, Hermano. Ich habe geschworen. Ja, mit Kreuzen. Ist doch immer das so. Gibt es bei mir nicht. Das macht die Sache nämlich anders. Sieh. Also ja. Egal, was passiert. Ja. Islam, Mislam, Rislam, Larry, Flary, Blary, nie wieder werden die diese Familie sehen. Nie wieder. Und das garantiere ich dir, Manu. Okay, verstehe. Ja, wenn das so ist, aber wenn du deine Entscheidung änderst, dann ist ja auch nicht verkehrt, weißt du? Sieh. Naja. Naja, habt ihr schon euch jetzt mit den Leuten zusammengesetzt wegen den Waffengeschäften? Ja, wir haben schon erste Waffen gestern verkauft, kann ich dir auch sagen. Mein Bruder macht das alles super. Dem kann man immer reden, wenn ich nicht da bin, leitet er ja alles und das funktioniert ja toll. Bueno. Deswegen, wenn was ist, immer an Fabio sich wenden. Der ist auch gesprächfähig, nicht wie ich manchmal, weißt du? Ich habe einfach manchmal Bock zu knallen. Na gut, dann warten wir mal ab, wie es wird. Ja, ich freue mich schon auf den großen Krieg. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kali Kartell die Route abgibt und dann nichts macht. Ah. Warum hast du die einfach so abgegeben? Weil ich sag dir ehrlich, also ich habe mich auf den Kriegsvertrag gefreut. Und genau deswegen habe ich sie abgegeben. Ja. Zu früh. Dennoch hast du mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Dafür Dankeschön. Natürlich. Hast abgegeben wie ein kleines Mädchen. Ich hoffe, andere Söhne von dir wirst du niemals so erziehen, ohne kampflos abzugeben. Ich habe die Route in die Hände gefallen bekommen. Ich will sie so nicht haben. Aber würdest ich du würde sagen, niemals jetzt, so eine Route so annehmen. Aber jetzt ehrlich gesagt, guck mal, ich habe ja mit das Argument gehört, ja, von anderen Familien, der hat dir die Route geschenkt bekommen, bla bla bla. Aber wurde dir die geschenkt? Wie lange hattet ihr Kriege mit Riviera, mit allen drum und dran? Also ich würde nicht sagen, wurde dir geschenkt. Ich habe sie so bekommen, wie ich sie nicht haben wollte. Wie sagst du es immer? Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja, das stimmt. Das sage und ich. Und somit verstehe ich nicht, warum du sie nicht... das ist eine legitime Art, beziehungsweise eine legitime Weise, wie du die Route bekommen hast. Für mich nicht. Nicht von Mendez. Von jedem anderen hätte ich sie so genommen. Von ihm nicht. Okay. Naja, ich bin gespannt, wann der Riviera wieder da ist. Wenn. Wir reden nochmal. Gracias. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Bitcoin. Adios. Gleichfalls. Hey, Hermanos, ich habe eine Frage an euch. Wer ist denn der Bruder von Fede, der hierher kommen will, wovon ich nichts weiß? Wir haben viele. Und wer von denen will zu uns? Weiß ich tatsächlich nicht, das müsste ich auch nachfragen. Yves, weißt du das? War zu uns, ja. Also, Fede. Dankeschön, Freeze. Ich glaube, also wenn sie sagen, der Bruder, ich denke mal Diogo oder Jordan. Matteo hat viel mit denen zu tun, vielleicht wäre es der das. Aber ich glaub, wo ist Matteo? Ich will ihn gerne was über Fede fragen. Das wäre dann wahrscheinlich eher Jordan, der kommen würde. Mariam, was denkst du? Bilde ich mir das ein, dass Fede was gegen mich hat? Das Fede, ich glaube so an für sich, er mag einfach nur diese Konkurrenz. See if, Dennis, dankeschön. Also was heißt gegen sie haben? Ich glaube jetzt nicht etwas so direkt als Person gegen sie, er wollte ja selber hier hinkommen. Was? Aber ich glaube er mag nicht so dieses, nennt man das? Ja, dass man sich gegenseitig immer so gut redet und so weiter, selbst wenn man gerade im Krieg ist und so weiter. Aber ich kann schon verstehen, warum sie das vielleicht denken. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so Hass ist, wie das vielleicht bei anderen Leuten ist. Nein. Das, also Hass? Nein. Davon gehe ich definitiv nicht aus.
aber definitiv davon, dass er mir immer schaden will. Aber bueno, ich verstehe. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wieso hat er mir das nicht gesagt, einfach, dass er mal zu uns will? Ich glaube, er mag es einfach ein bisschen hitziger. Ja, verstehe. Wieso weiß ich so eine Sache nicht, Digga, ja? Klingt interessant. Jetzt haben wir ein Problem, Hermanos. MOB, diese respektlosen Hunde. Warum, was haben die denn überhaupt gemacht? Die haben Pferde niedergeschossen, wo ich mit ihm geredet habe. Und die haben gesehen, dass ich da stehe. Die haben es genau gesehen. Wenn wir gerade gegen MOB so, können wir das oder so knallen. Weil die mich schon pinkeln ausbluten lassen haben und abknattert haben. Da läuft einer so wie sie rum, draußen. Ja. Das ist da 100% draußen. Dieser Baoling oder wie der heißt. Der hat die unter ihm dann. Der kommt jetzt wahrscheinlich rein. Hey, Romanos, schaut mal, wer da draußen rumläuft, der so aussieht wie ich. Esco, alles gut. Die machen das schon. Gibt's heute irgendwas, Romanos, dass unsere Romanos nicht da sind um 19 Uhr? Weiß nicht, aber viele haben sich abgemeldet, dass sie erst spät können. 20, 21 Uhr erst. Na gut. Ich überlege gerade, ob wir einfach MOB fesseln sollten und unser Keller stecken sollten. Da bin ich auch dafür, Mr. Wilken. Gibt's irgendwas Neues? Wir haben gestern gegen Kafkas verloren, richtig? Was haben wir? Gegen Kafkas verloren. Wie? Warum verloren? Nö. Gestern Abend, den letzten Kampf haben wir verloren, sie. Ja, das war so ein 10-Mann-Aktion, so. Verloren würde ich das nicht nennen. Wurde Ihnen da schon gesagt mit den komischen da, dass man, dass das pausiert wurde wegen der Forderung? Ja, wurde. Ja, hab ich gesagt. Ein Scheißdreck wird pausiert, ja da. Der jene sein und schießen ihn in die Fresse. Ah, die meinten, wenn wir bis dahin schießen sollten, bis es nicht geklärt ist oder so, dann schießen diese Geschäftsmänner mit, irgendwie so. Was macht Mahone eigentlich, Mirda? Ich habe von seiner Familie nichts gehört. Lass die mal besuchen fahren, André. Ey, Hermanos, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich ändere bald das Auto. Das Auto ist ehrlich kacke. X6? Das hat damit nichts zu tun. Nein, ich meine vom Sound her und so. Nein, nimm mal das weg, Mirda, ich will vielleicht was. Lowrider? Jetzt übertreibt man nicht, Mirda, Lowrider. Sag mir ehrlich, Mirda, wie ist das La Honda Auto? Super schön, Mr. Wittgen. Für La Honda sie, für uns nein. Für La Honda ist das schön. Ey, sorry, Loco. Und ich muss mal auch abchecken, Mirda. Ich fahre jetzt zu den einzelnen Familien. Ich werd dann fordern, dass sie das Auto ändern müssen, wenn das zu übertrieben ist. Just Lenny, dankeschön. Einfach, was für Sachen ich immer fordere, Mirda. Ich bin schon komisch, Mirda. Besser als Handküsse fordern, ne? Ja, stimmt auch wieder. Soll ich Chili gehen oder Auto? Nein, Mirda, wieso ist da wieder ein Jugula? Warum? Wieso? Das ist Adrianas Auto. Das von Nora. Ich sag, die soll gelöscht werden! Warum? Warum ist der noch da? Das ist mein Auto. Warum? Wo ist Riff? Wo ist Riff? Lüg doch nicht, Logo. Hola. Wo ist Mahone? Mahone hat sich Urlaub genommen für die nächsten paar Stunden. Was? Wie kann man sich für 2 Stunden Urlaub nehmen? Das ist eine gute Frage. Nee, wie gesagt, er ist nicht da. Er hat Malta bekommen. Ah, verstehe. Gut, ihr seid wieder kacke, ihr seid wieder im Bruch oder wie sieht's aus? Nee, warum? Ich höre nichts von euch, ich sehe nichts von euch. Ja, wir halten uns relativ noch still, würde ich mal sagen. Okay. Erstmal gucken, was hier in der Stadt so alles rumläuft, alles abgeht. Gucken, wer was bekommt. Das schauen wir mal. Wer was bekommt in der Stadt? Ja, routentechnisch und so. Wie viele Leute seid ihr? Ja, auf Liste? Sie. Circa 20. 20? Ja, sowas ungefähr. Oder 18. Und wer seid ihr? Genau. 19 sind wir. Wer seid ihr? Amter sind wir. Ich kann euch mit diesen Namen wirklich nicht ernst nehmen, sage ich ehrlich. Woran liegt es? Mierda, was für Amjas. Wollt ihr den Namen nicht mal ändern? Ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr einen anderen Namen sucht... Ach, scheiße, Mierda, Mahone ist auch schon wie ein Standort, der abgelaufen ist. Ein Laden macht immer wieder neue Eröffnungen, aber trotzdem läuft er irgendwie nicht. Ach, Mierda. Ich kann nichts für euch tun. Wenn ihr nicht selber an euch arbeitet, Romanos, dann kann ich nichts für euch tun. Ja, in welcher Hinsicht nichts für uns tun? Was meinen Sie denn genau? Ja, was macht ihr denn hier? Wer ist eure Leadership? Giotto und ich. Wer? Giotto und ich. Wer ist denn Lotte, Mierda? Giotto, nicht Lotto, Giotto. Giotto. Okay, bueno. Wo ist Bilal? Bilal ist rausgegangen. Okay. Weil seine Jungs sich nicht benehmen konnten. Und sie wissen, wenn eine Gruppe zusammenkommt, dann gehen die raus. Wer bist du? Giotto und der andere? Wieso seid ihr Leadership da? Ja, weil wir halt ein bisschen reifer im Kopf sind.
Als Bilal Big G? Nein, als Bilal nicht. Bilal hat eine Familie wie Krips und Westmog. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung als wir. Aber wir können auch uns ein bisschen benehmen und artikulieren. Okay, ja, das stimmt. Ja, dann ist klar, dass ihr eine Leadership seid. Heutzutage auch sehr schwer, Mr. Bitcoin. Die können sich einfach benehmen, deswegen. Hm. Wie bitte? Ich meine, heutzutage ist es sehr schwer, erwachsene Leute in einer Leadership zu haben. Das stimmt. Wo würdest du sagen, Romano, was sind deine täglichen Aufgabenbereiche? Also was machst du den ganzen Tag? Also wir haben auf eure Route gearbeitet. Leider wurde sie, glaube ich, abgegeben, weiß ich nicht. Dann uns aufbauen langsam, Ressourcen ranholen. Und dann, was macht ihr als Leadership beispielsweise? Mit zum Beispiel mit anderen Familien reden, sich austauschen, Probleme klären, die Familie zusammenhalten, Mauern ein bisschen unter die Arme greifen. Okay, mal angenommen, Romano, ich nehme eine Waffe und schieße jetzt einen von euch ins Gesicht. Wie klärst du das jetzt mit mir? Ja, ich kann jetzt nicht machen. Sie sind mehr und ich bin gerade im Aufbau. Was soll ich denn jetzt machen? Doch im Aufbau. Ja. Verstehe. Also sagen wir, lassen wir das jetzt. Also würdest du jetzt sagen, ich lass das erstmal, ich kann da nichts tun. Ich kann nichts tun, was soll ich machen? Sie sind stärker und ich muss mich unterordnen. Verstehe. Sie sind auch ein Kartell, also. Und sie haben hier in der Stadt sehr viel bewegt. Ja, ich wünsche, ich hätte mal Loco dazu bekommen, ja, dass er sich bewegt, aber da hast du recht. Locus Madre, tut mir leid. Verwechselt. Bevor er jetzt hier wieder meinen Chat spammt. Ist er überhaupt da, doch Heulsuse? Nein, ist er nicht. Na gut, okay, dann. Wie klären wir jetzt das Thema wegen dem Niederschießen und so? Was erwartest du denn? Habe ich sie was gesagt, Marka? Sie haben ja einen von uns abgeschossen. Das stimmt. Sollen wir das dabei belassen oder soll ich noch jemanden niederschießen? Nee, lieber nicht. Was ist, wenn ich dich niederschieße? Ja, Raffaello. Wieso? Machen Sie das nicht, bitte. Wie bitte? Machen Sie das nicht, ja. Okay. Machen Sie das nicht, ja. Okay. Der fragt dich, warum. Ach so. Er ist mein Bruder, ist in meiner Familie. Da hast du recht. Ja, ein bisschen mitkommen, eine andere Frage. Was erweist uns die Ehre, dass Sie hier sind? Ich wollte ehrlich gesagt nach euch schauen und jetzt habe ich einfach gesehen, Mirda. Komm mal hinterm Auto weg, Mirda. Was machst du da? Wer sind die denn? Ich habe keine Ahnung, wer noch kommt. Unser Krieg ist vorbei. Wir nehmen wieder unsere normalen Outfits. Wollt ihr mich verarschen? Geht euch umziehen. Geht euch umziehen, ohne. Geht euch umziehen. Okay. Bruder, geht euch umziehen. Wir sind ja kein Puff. Ey, Digga. Puff, das ist ein Mantel, ey. Geh dich umziehen. Okay, zum Thema zurück, Mr. Bitcoin. Wie bitte? Bin wieder da. Wir können weiterreden. Ach so, ja, natürlich. Was war das gerade? Bitte? Was war das gerade mit den Mänteln und so weiter? Wahrscheinlich ein guter Aussetzer von Gehirn her. Was ist los? Was ist los? Wer sind die denn? Das ist Hasadi, das sind unsere Freunde. Das sind eure Freunde? Ja. Nicht schlecht, Hasadi. Aleikum salam, mein Bruder. Aleikum salam. Wie geht's dir, Mr. Bitcoin? Amjas, wie geht's euch? Mr. Bien, wie geht's dir? Wo ist Halat? Ich bin das hier. Was? Ich hab meine Haare geändert. Krieg ich für den Pots? Kriegst du nicht. Also von einer beschissenen Frisur zur nächsten, mir da. Verdammt, wieso sagt das jemand? Jeder. Mr. Bitcoin, komm, wir gehen hoch, wenn Sie wollen. Also da ist eine schöne Terrasse, dann können Sie. Ich mach einfach reden. So ab jetzt, scheiß drauf. Ja gut, lass uns zur schönen Terrasse. Also Alice, wie geht's euch? Ist deine Leadership auch der Halat oder nicht? Ja, Ahmed und Saru. Ey, Halat, Mirda, ich muss wirklich sagen, du siehst sehr gut aus vom Outfit her, aber deine Haare sind echt scheiße. Ja, deswegen trage ich ab jetzt hier, ich rasiere mir die ab. Lass bitte die Maske auf einfach. Pumuckl. So, wie sieht's jetzt aus? wartet ihn.
Mr. Bitcoin! In grün, nicht in rot. Wie finden Sie unsere Outfits, Mr. Bitcoin? Was ist Mr. Bitcoin? Bitcoin. Achso. Also, ihr seht sehr gut aus. Die T-Shirts gefallen mir extrem gut, sage ich euch ehrlich. Was ist das für ein Vogel? Warte! Ja. Der geflügelte Drache Ra. Knapp was. Na gut. Chef, dankeschön. Wo ist der Nathan? Der ist, Klo. Ja, achso, ich dachte schon, das hier ist Nathan Mierda. Der macht gerade. Nein, das ist Ahmed. Ahmed? Welcher Ahmed? Ja, Ahmed. Lange nicht gesehen, Hermano. Ich dachte, du hättest aufgegeben. Nee, ich hatte die Grippe. Ich war zu Hause. Komplett. Wir waren öfters bei euch zu Hause, da habe ich dich nicht gesehen. Ja, ich habe doch so einen abgeriegelten Raum gehabt. Da kommt keiner rein, damit ich keinen anstecke. Verstehe. Bueno. Kommt hoch. Ja, natürlich, wir kommen hoch. Carlos kommt. Aber Mahon. Mahon ist in Malta. Ehrlich? Schon wieder? Ja. See. Was hat er gemacht? Boah, der ist jede Woche in Malta gefühlt. Wie kann das sein, dass er öfters in Malta ist als hier? Gott von Lil Mafia, ja. Was mit Lil Mafia? Ich hab gemeint, dass Mahon bald den Rekord knackt von ihm. Ja, das kann sein. Aber die Autos passen zu Azadis. Nee, das ist eine kurdische Großfamilie so. Das ist okay, dass die so einen BMW fahren. Wurde der festgenommen, als er raus. Wir sind Kartell. Ja. War auf einmal nicht mehr da. Verstehe. Schöne Sitzecke mir, aber was ist denn das für eine Scheiße, die da runter hängt? Was hängt hier runter, oder? Keine Ahnung. Was soll das mir da? Soll das ein scheiß Kamin sein? Ein Outdoor-Kamin? Ja, das sieht aus wie ein Bahnhof, aber. Sorry. Scheiß drauf, ich trag dir mal Haare mit Stolz. Mit Stolz, Harald, mit Stolz. Oder. Soll seine Haare ehren. Wo ist Bilal? Bilal ist nicht da. Bilal ist nicht mehr da. Ich habe gestern mit Bilal geredet, da hat er mit ein paar Rockern, war am alten Satudara anwesend. Also ich sag euch ehrlich, die Scheiße nervt an der Decke. Was ist das denn? Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen, Amjas. Hulk, dankeschön. Okay, schießen Sie los. Ich möchte mit Raffaello reden. Bitte. Raffaello, ich will dir gerne die Möglichkeit geben, deine eigene Familie hier zu machen. Nein, das mache ich nicht. Gut, dann muss ich dich hinrichten. Kleinen Moment. Hola. Hola. Wieso lachst du, Raffaello? Ja, ich kann doch nicht Mahon richtig lassen. Für was? Dein Geschäftsmann dich hinrichten, da kannst du auch nicht lachen. Dann soll er mich hinrichten. Mann. Komm zum Anwesen von Mahon, beeil dich. Ja, okay. Schau mal, Raffaello. Du bist genau derjenige, der davor hier war und der davor und der davor. Du wirst in den nächsten Tagen sowieso rausgehen hier. Diese Familie hat keinen Überlebensinstinkt. Diese Familie hat keinen Sinn. Und das weißt du ganz genau. Ja, wenn die keinen Sinn ergibt, dann wäre ich schon längst raus. Aber ich sehe Zukunft. Beispiel? Ja, ich sehe meine Hermanos. Die sind alle hier. Die haben Bock, durchzustatten. Die wollen Mahon essen. Du müsst ab und zu die Bandscheibe dehnen, Chat. Wenn die lange sitzt, stützt euch ab und lasst dann euer Po komplett runterhängen. Zack, das macht dann zwischen den Bandscheiben so. Checkt ihr, was ich meine? Also. Na gut. Wobei wollt ihr Mahon helfen? Ja, diese Familie aufzubauen. Das ist das. Wir wollen Mahon helfen. Mierda was, wir wollen Mahon helfen. Ihr solltet euch selber helfen. Ihr seid doch die Familie. Also in erster Linie, ihr ändert euren Namen. Ändert ihr euren Namen nicht, Hermanos. Zerstückle ich euch. Habt ihr mich verstanden? Ab jetzt, Hermano, höre ich noch einmal, ihr nennt euch irgendwo Amja. Dann nehme ich diesen scheiß Kamin und stecke ihn dir in dein Kulo. Hast du mich verstanden, Raffaello? Ich rede mit dir, Raffaello! Wieder uns, ich hab's nicht verstanden. Ich sagte, ihr ändert euren Namen. Ruffy, danke. Das müssen Sie den Geschäftsmännern sagen, nicht uns. Natürlich. Wir haben diesen Namen nicht ausgesucht. Warum sind Sie mit dem Namen so unzufrieden, Mr. Bitcoin? Weil das der Familienname von meinen Leuten ist. Ganz einfach. Einer der Familiennamen. Soll der Familienname Ihrer Leute nicht Coin sein? Natürlich. Aber ich habe ihre Identität nicht geklaut. Ich bin mir bewusst, Hermano, dass sie vor mir auch ein Leben hatten. Und weißt du, bei uns ist es so, Hermano, den Namen von dem Vater hält man hoch. Die Hermanos respektieren den Namen Coin, aber ich respektiere auch den Namen Amja von denen. Wer ist das da hinten? Ganz einfach. Gut gesagt. Wer kommt da? Hey, wer ist das? Das ist Vagos, sieht aus wie... Hey? Wie Vagos? Das ist einer von Baustelle. Wer ist das? Ah, das kann nur Lil Mafia sein. Ja? Findet ihr das witzig, Hermanos? Ja, hol mal los, Mann. Ich hab
Nein, nein, lass. Ich hab keine Worte. Lil Mafia, hey Hermanos, was ist hier los? Ich rede mit diesen Geschäftsmännern. Azadis, ihr seid die Freunde von den Mahons? Auf jeden Fall. Kann ich dir irgendwie helfen, Lil Mafia? Ich brauche nur ein bisschen, dass ich nicht alleine bin, weißt du? Ich fühle mich so alleine. Die letzten Tage war ich unterwegs auf den Straßen ohne Zuhause. Habt ihr was zu essen und trinken für mich? Ich werde jetzt eine Runde laufen. Wer was hat, einfach der 800. Warte mal, hör mir zu. Du hast keine Familie, ist das richtig, Lil Mafia? Du bist doch meine Familie. Danke nein. Danke dir. Wer du was weißt. Hat, einfach die 800 geben. Warte, ich laufe erstmal meine Runde. Du hast doch jetzt schon genug bekommen, reicht doch. Bro, für die nächsten Tage, weißt du, die nächsten Tage sollen stürmisch werden. Unten in Davis. Nicht, dass du das aber verkaufst. In Davis? Meinst du dieses Davis, was endlich mal zusammenhält, seitdem du weg bist, Lil Mafia, was du nie geschafft hast, was aber immer dein Traum war, Manu? Meinst du dieses Davis? Mein Traum ist es erstmal nur was zu essen. Ah, Mierda. An die 800 bitte. Also da kommt wie ein Stück Scheiße hier rein. Kann jemand der 800 Medic rufen? Hey, der war gut, Pumuckl, Mierda. Der war gut, Digga. Kann jemand der 800 Medic rufen? Macht mal einen Dispatch. Wir fragen ihn gleich mal aus. Wie kommt der aber einfach hier rein, Amjas? Ja, hab ich schon gesagt. Bring den mal raus vor die Türe. Bring den mal in den Müll irgendwo. Der stinkt nach Junkie. Aber Manus, habt ihr nicht vorhin gesagt, ihr müsst lieber ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht mit Familien anlegt? Ja, aber das ist unser Anwesen und wir bestimmen noch, wer hier draufkommt, wenn nicht. Das stimmt. Hat Lil Mafia dann eine Familie? Und sie sind der Vater von Mahon. Wir können die auch nicht mit Unrespekt behandeln. Das stimmt. Nein, Lil Mafia hat keine Familie, aber kann sich 5 Zivilisten zusammensuchen und dann knallt er auch die. Ja, soll er doch kommen. Wir sind hier. Das weiß er ja jetzt, nachdem er hier war. Oh, ja. Und Dankeschön. Vielen Dank für 24 Monate. Na gut, also Azadis, erzählt mir mal, Mierda, wieso steht ihr zu Mahon? Wir haben einen Deal mit Mahon gehabt. Wenn er Hilfe braucht, helfen wir ihm. Wenn wir Hilfe brauchen, hilft er uns. Ich renne für dich. Siehst du mich? Mehr war es nicht. Wir reichen uns die Hand, wenn wir Hilfe brauchen. Aber Mahon ist leider nicht da. Wie lange ist er weg, Amjas? Ein paar Stunden, denke ich. Ein paar Stunden noch. Ja, okay. Verstehe. Ein paar Stunden. Darf ich euch einen Tipp geben, Azadis? Ja. Eure Leadershafterhosen. Ich würde das so machen, dass sie sich etwas unterscheiden von den anderen Hosen. Irgendwas drüber machen. Streifen, vielleicht. Gleiche Farbe, nur Streifen. Das ist eine Leadershaft-Hose, Hermano. Ja. Haben wir uns überlegt. Gucken wir vielleicht mal die Tage. Hermano, lass mich das nicht fordern, bueno? Das müssen wir uns doch erstmal schneidern lassen, müssen wir bestellen. Natürlich. Vielleicht sollte Cero mal lieber seine Haare schneidern lassen. Die sehen doch schön aus. Was haben sie gegen seine Haare? Natürlich, bei deinem Geschmack weiß ich jetzt, was du schön findest und was nicht. Ich weiß auch nicht, was ihr da habt. Verdammt, meine Haare sind doch schön. Hast du, aber was machst du dann? Gehst du zum Friseur und sagst du, hey, Hermano, schneid mir mal bitte so die Haare von jemandem, den du wirklich hast. Was sagst du denn zu ihm? Ich gehe zu Launda irgendwie, die haben doch einen Friseurladen und keine Ahnung, anscheinend mögen die mich nicht, machen die das. Kann sogar wirklich sein. Vielleicht muss ich erstmal mit Ricardo klären, was das Problem ist. Also ich finde das sehr schade, wie gesagt, dass die Mahons hier stehen, mir da mit so welchen bunten Pullovern. Mr. Bitcoins. Sie? Haben Sie den mit dem Helm da gerufen? Ja, habe ich. Okay. Ich könnte euch jetzt momentan holen. Außer dir in der Leadership? James. Ihr seht alle gleich aus. Was ist Bilal passiert? Wieso ist er raus? Bilal? Ja. Ja, ich glaube, also ein Junge von ihnen hat sich gegen eine Dame respektlos verhalten. Und dann haben wir mit ihm geredet, haben gesagt, hey, so geht das nicht. Du behandelst die Dame nett und höflich. Er wollte nicht hören. Und dann haben wir den geblattoutet. Ihr habt ihn geblattoutet? Ja, den einen, ja. Also was nicht war? Bilal. Bilal nicht. Ja, ich habe von Bilal was anderes gehört, ehrlich gesagt. Was hat er gesagt?
Bilal hat mir erzählt, ihr habt einen Djibril bei euch aufgenommen, der einen Tag bei euch war, in die Leaderschaft kam, mit 9 Mann gegen 50, mit 50ern gegen 20 Mann geschossen hat. Und statt auf Bilal zu hören, der schon seit langem bei euch ist, habt ihr auf Djibril gehört. Das hat ihn, ich glaube, ein bisschen hart getroffen. Wir haben nicht auf Djibril gehört. Das Ding ist, der Djibril war nie bei uns in der Leaderschaft. Das ist eigentlich falsch. Der war ein ganz normaler Member, wie jeder andere auch. Es gab zwei Leute in der Leaderschaft, das war der Bilal und der Giotto. Dann gab es den 12er Mahon und die 2 Zehner. Wer waren die 2 Zehner? Das war ich und Aizen. Ja. Und welchen Rang hatte Djibril? Sie. Ich habe wieder den ganz normalen Rang wie jeder andere auch. Also Member-Rang. Ja, Mafia schlendert hier rum mit so einem Pennerhelm hier da und lässt sich von den Amjas niederschießen. Ich habe für dich ein Angebot oder vielleicht für jemanden von deinen Jungs, der sich ein bisschen Taschengeld so extra verdienen will. 50.000 umknallen, Mount Chiliad und dann ausbluten lassen. Bitte. Ja, ich habe jetzt so zufällig eine Familie, die das gebrauchen kann. Sieh. Sehr gut, sehr gut. Einfach, die sollen mir dann später auf meine Nummer ein Foto schicken. Also für jedes Mal kriegen die 50.000? Genau, ja, ja. Die, genau diese Leute, die bei... Ausbluten lassen mit Nachweis und dann passt einfach akzeptieren gut, können, adios. Dass wir erstmal... wenn wir was planen, überhaupt reingehen und dann versuchen, das so umzusetzen, Hermanos. Wie für uns passt, bis der Bitcoin sie brennen. Nein, nein, alles gut, Mann, ich bin noch heiß. Eine Sache, ihr habt einen Auftrag bekommen. Von wem? Ist egal, von wem, ihr verdient Geld. 50.000 Dollar pro Mal, wenn ihr Lil Mafia nimmt, zu Mount Chiliad fährt, ihn dort niederschießt und ausbluten lässt. Für jedes Mal 50.000. Dieser Auftrag ist von Wadi-Team. Warte, warte, du mit dem Motorrad, kleinen Moment. Dieser Auftrag, es müsst ihr überlegen, ob ihr das machen wollt, der kommt von Wadi-Team. Er hat das gesagt und 50.000 pro jedes Mal ausbluten lassen und ein Bild an Wadi-Team schicken. Das war's. Können wir mal die Nummer von Wadi-Team? Ja, natürlich. Mach das, mach das. Mach das. Was wollt ihr machen? Knallt ihn wieder ab. Warte, klein, noch nicht, abklein, noch nicht. 544-241. 544-241. Ruf ihn mal jetzt an und frag ihn mal, ob er das klar geht. Und dann könnt ihr das ja machen. Ey, Lil Mafia, mir erwartet, die muss dich ja wirklich hassen. Scheiße, Lil Mafia. Nein, er hasst mich nicht. Meinst du, er sucht deine Zuneigung? Er gibt mir nur meinen ersten Krieg. Sag ihm danke von mir. Ach. Oh nein, bitte tut das nicht! Ich tue euch alles, bitte! Bitte nein! Bitte tut das nicht! Nein! Nein, bitte! Bitte! Mein Leben ist mir so viel wert! Bitte nein! Hört das nicht aber wirklich so dramatisch an. Tut das nicht! Tut das nicht! Bring ihn mal hier raus, bitte! Tut das nicht! Wie unangenehm. Ganz ehrlich, Mira, mach das heute 30, 40 Mal, ihr habt jedes Mal 50.000. Ja, ist doch Money Glitch. Sehe ich richtig. Aber hey, ich weiß, das ist Wadi-Team, aber steigert nicht, Hermanos, ihr kriegt das Geld hier. Nicht, dass ihr was anderes denkt. Ja, ich weiß. Was passiert da, Mierda? Ist eine scheiß Ente? Haben wir Enton und Tons, oder? Der hat lachend zu ernst genommen. Also Rio, warte mal, was meinst du mit Enton? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil Enton so lacht. Erklär mal. Ja, das ist Pokémon, Enton. Okay, Halat, wieso hat nur Rio dieses T-Shirt von euch Asadis nicht an als Einziger? Der ist gerade aufgewacht, der macht das gleich. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist eher so, dass er sich denkt, wieso soll ich dieses T-Shirt tragen, Mierda? Können Sie noch fragen, was er denkt? Was denkst du dazu, Rio? Ich werde das T-Shirt anziehen. Ich bin gerade wach geworden und die Kolonne stand bereit. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich weiß das, keine Sorge. Ich bitte Sie doch. Rio, geh dir mal jetzt das T-Shirt anziehen, Hermano. Okay, bleib mal hier. Was okay? Was okay? Willst du mich verarschen? Nee, du bleibst hier, du gehst, wenn ich dir... Das war Reflex, Hermano. Er muss erst mal drauf klarkommen. Du musst verstehen, er ist immer noch mein Großvater. Was soll ich machen? Ist mir scheißegal. Du bist bei mir in der Familie, du bist jetzt ein Asabi. Und jetzt gehst du dir ein T-Shirt anziehen. Okay. Verdammt. Alles gut, ist kein Problem. Das war für sie ist das kein Problem, das weiß ich, ja. Der ist schi.
ja, ja, ja. Aber mach dir keine Sorgen, Mann, das passiert ständig. Moment, Rio, schreib mir. Ich hab ich mitbekommen. Verdammt. Hör mal zu, was Rio mir schreibt. Egal, was Halat sagt, sie bleiben immer mein Großvater, meine Nummer 1. Kali por vida. Rio mierda. Ja gut, dann muss ich ihn glatt outen. Das tut mir leid für ihn. Ich werde ihn trotzdem mitnehmen. Also, was hat er ihm getan, Mr. Bitcoin? Was hat er ihm getan? Warte mal, du denkst, ich mach Spaß? Ich glaub ihm aufs Wort. Okay, gut. Das war auch so. Aber du musst auch vorstellen, Romano, Rio ist, wie gesagt, wieso ist eigentlich mein Großvater, bin ich dein Großvater? Ach stimmt, der wollte mein Sohn werden, mir, dann habe ich ihn gedribbelt und jetzt ist er einfach der Sohn von Loco. Er hat ihm doch ein Haar geklaut, anscheinend. Und weißt du einfach, wer die Mutter von ihm ist, von Rio? Anna Sophia. Anna Mierda. Hola, Papa Bitcoin. Azadis, Amjis, wollt ihr euch nicht setzen? Nein, Amjas dürfen die sich nicht mehr nennen. Das ist hart. Das ist nicht hart, Romano, die wollen selber nicht so heißen. Wie, die wollen nicht das? Wieso? Ist auch ein schöner Name. Ja, ein schöner Name, der nicht denen gehört. Dass man Honig da ist. Tja. Schade, ja. Das könnte man doch schnell beheben, oder nicht, Mr. Bitcoin? Nur für, genau, nur für das Gespräch. Haben Sie keine Kontakte zu mir? Wir haben doch bestimmt ein paar Privatjets, die mit denen Sie einreisen lassen. 100%, Romano. Soll ich euch zeigen, wie ich die Privatjets bei euch benutze? Kleinen Moment. Nein. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Das tut mir leid, bitte. Ah, okay, gut. Alles klar. Aber, Mr. Bitcoin, können Sie mir einen anderen Gefallen tun? Natürlich. Gucken Sie mir in die Augen, bitte. Tun Sie es. Was ist das denn hier? Da bist du eine Schlange? Ich brauche bitte eine Schönheitsoperation. Ich weiß, Silva ist Ihr Sohn. Können Sie das für mich einrichten? Nur wenn du deine Haare änderst. Okay, verdammt. Kriege ich ein Auto dafür, wenn ich meine Haare nochmal ändere? Was, Mierda? Was? Okay, warte. Sie haben mir doch gestern irgendwas angeboten. Ich weiß es nicht mehr. 500.000? Zu spät. Der Zug ist abgefahren. Verdammt. Okay, dann mache ich es trotzdem. Aber jetzt mal Spaß beiseite, Mierda. Wenn du deine Pupillen ein bisschen umdrehst, dann haben sie die Größe deiner Augen. Scheiß drauf, ich behalte die Augen. Wie, ich behalte die Augen? Was wolltest du dann machen? Die tauschen? Ich wollte auch Schönheits-OP machen. Okay. Guten Tag, Patron. Was? Bro? Ich mein Halat. Ach so. Warum nennt ihr ihn Patron? Ich nenne ihn Patron. Romanus, ihr wisst, sie, Azadis, ihr seid Kurden. Ihr seid eine kurdische Familie, Mierda. Dann nennt ihn doch einfach, das sagt man so, nennt ihn doch einfach Barala. Das ist so etwas wie so Zwölfer. Aber wo ist Halat jetzt? Ist er bei uns oder was? Herr Vigi. Oder nennt ihn einfach Beachlag. Ja, genau. So machen wir das. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Kein Problem, wenn ihr ihn so nennt. Hast du kein Problem damit, Cero? Halla dürfen die ruhig so nennen. Dein Respekt zu deinem Patron ist wirklich stark. Ey, lass alles Cero jetzt. Wir haben nur eine enge Bindung. Eine enge Bindung, natürlich. Wir verstehen uns sehr gut. Na gut, okay. Wir sprechen nochmal über euren Namen, Sie. Ja, machen wir, Mr. Bick. Sucht euch schon mal einen guten Namen raus, aber definitiv nicht Amjas und sie dem auch nicht. Aber das Problem ist, Mr. Bitcoin, wir haben sehr viel Geld gezahlt für unsere Klamotten und unseren Anwesen. Ihr habt da... ja. Dass sie die... Wow, Mierda, diese Scheiße kriegst du nicht die in zwei Minuten ran. Das können wir auch nicht... wir wollten eigentlich nicht so heißen, aber wir... Aber wo habt ihr denn überall euren Namen stehen? Überall, hinter ihnen auch. Überall. Hier, links sogar auch, überall, die Symbole und so. Gut. Ändert das, das geht auf mich. Amjis, adios. Kalis, komm mit. Habibi. Du bist am Believen, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talker, sie Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!